Geil. Apollo Power, Support für deine Augen mit Blaulichtfilter, wie ein Blaulichtfilter deine Augen beim Game unterstützen kann. LED, Display, blaues Licht, Augenschmerzen, Müdigkeit, das kenne ich alles. Filtert das blaue Licht raus. Wer ist das denn? Ist das Kalle? Kalle Kuschinski? Gönn dir Apollo Power, Allah. Ey, den kenne ich doch. Hat der auch Apollo Power? Ehre. Oh, was ist das? Alarm! Haus auf dem Mond muss gepimpt werden. Da brauchen wir den besten Mann Spandau aus Kalle Kuschinski, Alter. Oh, nee. Mann. Ja. Jo, Kalle, du fliegst auf den Mond, Junge. Wie, was für Mond, Alter? Was soll ich denn auf dem Mond? Da muss ein Haus gepimpt werden auf dem Mond. Da brauchen wir dich für. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, Kalle, ganz ruhig jetzt, ne? Flug ist schon gebucht. Du kennst es doch. Limo steht vor und kriegen wir hin. Auch die neue Apollo-Brille kommt. Na, mit Blaulichtfilter. Dann wirst du nicht so schnell müde. Was für ein Blaulichtfilter? Ja, Junge, Link ist in der Beschreibung, so wie immer. Schau einfach mal rein. Schau nur mal! Ehre aller, ja? Pimp mal das Haus auf dem Mond. Ja, gut, okay, dann mache ich das halt. Irgendeiner muss ja machen, ne? Und du hast ja auch schon recht, ich bin irgendwie auch der Beste dafür. Gut, Mori, ich lass von mir hören. Okay, das wäre erledigt. Oh. Klapp, klapp, klapp. Jetzt wird wieder gefäppt. Oh, ein Paket. Na, was da wohl drin ist? Oh. Boah! Apollo Power! Endlich habe ich sie wieder. Die Apollo Power. Alla. Oh, normal. Würde ich sagen, machen wir uns auf die Socken. Ab in the way. So schlimm wird's schon nicht sein, ne? So. Leute, seid ihr euch sicher, dass wir das so machen wollen? Ich hab Höhenangst. Spandau, wir haben ein Problem. Mein Name ist Karte, der Kalle Kuschinski. Oh, und ich pimp deinen Mond, Alter! Ah! Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Das ist ein kleiner Schritt für den Kuschinski, aber ein großer für Spandau. So. Ich weiß gar nicht, was die haben. Die können auch super atmen. Würde ich sagen, machen wir erstmal klar Schiff und dann kümmern wir uns ums Pimpen. Weißt du, wie ich meine? Was haben die hier schon wieder für eine Orgie gefeiert, du? Dass das hier alles so voller Schmodder ist. Das ist aber nicht Kuschinski-Style, ne? So, dann sammeln wir hier nochmal den ganzen Müll ein, du. Neue Fertigkeit. Da haben wir es doch wieder. So. Ah, unser scharfsinniger Blick wird jetzt hier nochmal gestärkt. Dank der Apollo-Power haben wir den ja sowieso, nicht wahr? Ehre. So und rein. So, wir sehen jetzt oben auf dem Radar, dass noch hier ein bisschen Schmutz ist irgendwo. Da müssen wir ordentlich nochmal hier durchwischen, ne? Was machen die denn hier, dass da hier so viel Müll rumliegt? Das muss doch nicht sein, muss das? Ja, ihr habt euch hier versteckt unter Bett, ne? Aber nicht beim Kuschinski.
Ich finde das und ich werde das wegschmeißen. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Ich würde aber gerne mal rausgucken, was da denn so abgeht. Scheiße, ganz vergessen, dass wir auf dem Mond sind. Jetzt sollte es gehen. Gut, hier werden ein paar Sachen angebaut. Kann man das öffnen? Alter, geil. Oh. Ich hab nichts gemacht. Das kam von alleine. Ey, was soll das? Dann gucken wir jetzt mal, wie wir den Laden hier pimpen können, ne? Das muss ja langsam mal hier auch ein bisschen schicker werden. So, das sieht hier auch alles... Mann! Hier muss mal gestrichen werden. Und zwar schön. Und das machen wir jetzt. Schön hier so ein bisschen Tapete an der Wände. Da sehe ich uns. Mach ich mir noch die Frisur mit kaputt hier. Scheiße, noch eins. Klasse. Oh. Auch die Farben. Die Farben fromse Himmel. Das ist ja Pimping Heaven. Wirklich ganz, ganz schick. Das sieht doch schon gleich viel freundlicher aus. Hier auf dem Mond drinne. Dann machen wir hier auch noch ein paar Berge hin. Für die Symmetry. Weißt du, wie ich meine? Für die Symmetry müssen wir das Maken tun. Ah, schön die Tapete pimpen, Digga. Einfach schön. Das macht auch gleich was her. Versteht ihr, wie ich meine? Das macht direkt was her. Hast du vorhin gemacht, Kuschinski? Hast du vorhin gemacht? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Da werden hier alles vollgekägert. So, ich sehe uns da immer noch bei sowas. Jetzt haben wir sowas schon. Da brauchen wir natürlich einen Kontrast. Und was wäre ein besserer Kontrast als lachende Erdbeere? Hahaha. Ehre. So. Bei lachende Erdbeere sage ich Ehre. So, weißt du? Ja. So, und dann wird jetzt gestrichen. Ich kann ja mittlerweile zwei Felder machen. Geht jetzt alles so viel fixer. Aber guckt euch mal diese Ecke an. Schön, schön. Innenarchitektur. Das fühlt sich hier einfach schon direkt wieder geiler an. Man hat hier einfach direkt das absolute Wohlfühlerlebnis. Kuschinski, da hast du mal wieder einen rausgehauen. Du hast es immer noch drauf. Unnormal geil. In der Küche sieht es natürlich jetzt noch ein bisschen düster aus. Aber auch da, die Reifenbirnen, die kommen hier ins Haus. So. Ich habe das hier alles studiert. Ich weiß einfach genau, wie der Lachs löppt. So wie ich streichen kann, streich keiner, du. Küche ist natürlich noch ein bisschen trostlos jetzt. Der Essbereich ist green. Gut, gut, gut. Man muss auch nicht übertreiben, das ist klar. Aber der Essbereich, der Kochbereich, ne? Welche Farbe verbinde ich denn mit Kochen? Maiglöckchen. Ja, klar. So, das ist eine Wurst. Eine Wohnung. Also auf dem Mond. Das gefällt mir sehr gut schon. So, den Schlafbereich, den müssen wir uns auch nochmal ankicken. Und das ist ja auch das Schlafzimmer, ne? Und da ist der, wie der Hase läuft. Gut, erstmal Wandfarbe. Azurblaues Glück. Jo, du wärst gern Flair. Doch, bei dir sieht's kacke aus. Jo, der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. You gotta pimp my house. Ganz, ganz schön. Ganz schön. Wirklich. Hier schön nochmal ein schickes Bild hier an die Wand, ne? Von Apollo-Optik, Digga? Denn ohne die würde der heutige Lachs hier gar nicht löppen. Ich meine, so eine Reise zum Mond kostet ja auch was, ne? Und ich muss auch sagen, mit der Blaulichtfilterbrille löppt das Pimpen bis hierhin auch schon super Ast rein. Apollo Power. So. Da das Ganze hier natürlich ein bisschen moderner ist, werden wir natürlich hier auch einfach krasseres Licht an die Wände bringen. So, hier schöne Good Vibes. Geil. Ich würde hier auf jeden Fall gerne noch die ein oder andere Wandlampe verbauen. Und das machen wir jetzt. Ihr wisst ja, das Kalle Kuschinski steht für Qualität. Hammer. Einfach Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Kann man die Lampe irgendwie entfernen? Dieses Kackdeckenlicht will ich nicht. Ich fühl das. Ich fühl das. Das Ding ist, die haben hier so eine schöne Chill-Lounge. Und die heißt ja auch Chill. Weil hier chillt man. Das kann man auch mehr oder weniger so lassen. Da brauchen wir nur noch ein paar Accessoires. Ja, das ist jetzt Kunst. Das kann aber nicht weg. Die Fabrollen sind immer dabei. Das ist klar. Und hier würde ich jetzt einfach ein paar Turntables aufstellen, Leute. Einfach, weil wir können. Gut. Dann nehmen wir so einen geilen Metal-Schreibtisch, Alter. Yo. So, und dann stellen wir hier alles drauf. Geil. Hier ein Läppi-Schleppi. Und hier auf der anderen Seite auch noch so ein Bruschi. So, damit die Tanzfläche auch ordentlich ballert. Habe ich da nochmal ein paar Lautsprecher aufgestellt. Ist doch eine glasklare Kanone. Kann ich hier noch irgendwie eine Disco-Lampe oder sowas hinhängen? Das wird eine abgespacede Party, bin ich early. Deckenlampe Trinity. Mashallah. Geil. Siehst du, da kann man hier auch nochmal Party machen, Alter. Und da hinten kann man sich direkt zum Schlafen legen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Haus auch nochmal aufgepimpt. Ab zum Verkauf. Das Grundstück wurde für 400.000 Flocken gekauft. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das so ankommt.
167.000 können wir hier Gewinn machen. Und wir haben so gut wie nichts investiert. So gut wie nichts. Gott segne die Apollo Power, Leute. Wir nehmen das direkt an. Guckt euch das an, was wir daraus gemacht haben. Apollo, Digga. Da, schön auf der Seite, hier. So. Das war's von mir. Und ich bin Kato de Kalle Kuschinski. Und ich fliege jetzt zurück nach Spandau. Ah!